Morgen, Leute. Heute Guten geht's für Morgen, Kat und Leute. mich nach Palm Springs. Yay. Beziehungsweise, also wie auch der ganze Kiehls-Team. Ist es richtig? Ich kann kein Deutsch sprechen. Der ganze Kiehls-Team kommt auch mit. Und auf dem Weg werden wir an einer Ranch anhalten. Da gibt's halt ein kleines Event noch von Kiehls. Sind unsere Outfits für die Fahrt. Das ist von Forever 21. Die Schuhe von Dr. Martens. Den Hut von Mango. Achso, den Hut von Mango. Ja, mein Schmuck ist alles von H&M. Love is Naked Dr. Martens. So, wir sind jetzt in unserem Auto und schaut mal, was in der Goodiebag von Kiehls ist. Hier ist einmal so ein Schild. Das ist mega geil, das Schild, ey. Das ist so ein Plate Number. Genau, so ein Plate Number Schild. Echt cool, Mann. Dann das hier. Ey, ich finde es so krass. Hier ist einfach eine Ray-Ban. Hier ist einfach eine Ray-Ban drin, Leute. Alle Schwede hier. So, das zeige ich euch jetzt mal. Und das ist auch noch ein richtig, richtig schönes Modell. Wow. Das hier ist unser Frühstück. Hier haben wir einmal Joghurt mit Müsli, Käse, ein Croissant und eine Mandarine. Wir haben auf dem Weg ein paar Smoothies bekommen. Und zwar hier einmal Berry Blast, Mighty Mango, Green Machine. Schmeckt gar nicht so schlecht, der grüne. Apples, Banana, Mango, Pineapple und Kiwi ist drin, aber vorne sind Bilder von Spinat, Brokkoli und sowas drauf. Da ist ja gar das nichts davon drin. Arsch, da ist am meisten nur Birne. Ja. Ja. Schmeckt gut. So Leute, wir sind jetzt gerade, also wir haben jetzt gerade einen Roadtrip gemacht und befinden uns gerade auf einer Ranch, die mitten auf der Strecke ist. Also wir fahren gerade nach Palm Springs, da findet ja Coachella statt und wir sind hier gerade mitten in der Wüste. Also das ist noch nicht so die richtige Wüste, aber so, es ist so schön, also es ist eher so steinig, Gebirge und so. Wir dürfen nicht sagen, wo wir sind. Aber wir dürfen nicht sagen, wo wir sind. Also wir sind aber auf jeden Fall auf einer Ranch. Das dürfen wir sagen. Weil hier anscheinend chillen hier halt immer die ganzen Hollywood-Celebrities und kommen halt hierher. Um abzuschalten. Um halt abzuschalten und so. Genau, wir sind auch Celebrities und schalten jetzt hier. Ja, wir schalten jetzt ab. Aber ich finde es so krass irgendwie. Also so, hey, ist doch voll easy, das hier rauszufinden. Ja, eigentlich schon. Ja. So mitten in der Wüste so ein Ding. Okay, vorhin waren wir doch noch nicht in der offiziellen Ranch. Das ist jetzt hier die offizielle Ranch. Wir lüften das Geheimnis, es ist einfach nur ein paar Meter weiter. Und also wir werden hier jetzt ein bisschen Fotos machen und ja einfach mal so ein bisschen genießen, die Sonne. Okay. Tschüss! Eine Tour hier im Trailer. Also hier ist ein Bett und hier ist das Wohnzimmer und hier ist die Küche. Mehr braucht man nicht. Richtig geil sieht das hier aus. Ja. Mein neues Zuhause. Enge Kiste hier. Ja. Okay. Also die nächsten 3 Tage haust ihr hier, ne? Jetzt Lunch und hier haben wir jetzt einen Salat mit Käse.
Es gibt Pulled Pork mit Mac and Cheese. Yummy. For this beer, also, like. Gerade zu unserem Zimmer. Oh Gott, schön. Have your bathroom to the left and your shower. In this closet, you have your hanging, so you hang up your clothes. Oh, iron, perfect. Iron board. And then here, right behind you, you have a safe, okay? And a storage space as well. Cool. So thank you. So we have your two keys. My name's Alan. I'm gonna go grab all your bags and bring them thank here, you. Okay? Thank you, Ramadan. You got it. I'll see you soon. Oh, that's schön, Anna. Oh, yeah. Ah. Ooh. Die Party kann beginnen. Moi, Alter, läuft Live bei uns. Ach, cool. So. Oh. Snackbox. Gucken wir mal was. Stay hydrated, kids. Fred. Krass. Hydration Powder. Krass. Stay hydrated. Vitamin C, Gum. Ah, alles für Coachella. Ja. Und, die, und ein Bandana, Bandana, das haben wir schon mal bekommen. Yep. Cool. Cool. Ich finde die Box eigentlich am find coolsten. Finde ich auch. Mit Beatles. Ja. Können wir gleich unserem Vater schenken. So, dann haben wir hier noch. Aber ich finde es, ich finde das Zimmer, ich finde das Zimmer richtig schön, gell? Ich auch, ich finde es richtig schön. Es ist voll gold. Ja, ausziehen und nackt. Bam. Ich hab irgendeinen Stachel in meinem Schuh. Ich habe irgendwie Stachel. Mann. Ja, das ist wegen der Wüste, weißt du, die Kaktus und so. Kaktusse, Kakteen, meine ich. Aber ich habe eigentlich gehofft, dass wir in dem Nebenraum sind, weil da war, genau. Da war ein ganzes Haus, Alter. Popcorn, Alter, das ist mein. Die wussten, dass ich Popcorn liebe, gell? Ja. Alter, mehr Caramel geht nicht an einem Popcorn. Schon live. So. Ich würde sagen, die Kilos können purzeln. Wie heißt es? Purzeln, ja, genau. Das Problem ist. Das Zimmer ist viel zu klein und wir haben. Vier Gepäckstücke. Mhm. So Leute, ich bin nackt. Ne, wir haben Bikinis jetzt angezogen, weil wir jetzt an den Pool gehen und uns ein bisschen tannen, weil die Leute, die alle hier sind, die sind schon ein paar Tage vor uns da gewesen und konnten sich ein bisschen tannen. Und das, damit sind wir ein bisschen Konkurrenz machen und deswegen tannen wir uns jetzt auf Pool. Ja, genau. Ich bin behindert. Ich weiß. Wir wollten uns eigentlich sonnen, aber the Asians sitzen natürlich im Schatten. Nee, eigentlich nicht. Also halb. Und so Füße werden richtig braun. Mhm. Mann, ey. Wir haben keine Liegen gefunden, die so richtig in der Sonne sind. Mennung. Das brennt richtig. Ja, wir sind jetzt eine Stunde gefahren von unserem Hotel aus. Kat und ich sind schon richtig Coachella ready. Und wie ihr seht, ist es schon dunkel. Ja, es ist schon echt richtig dunkel. Und wir hatten so einen Struggle mit unserem Outfit. Wir haben irgendwie, also wir haben eigentlich schon viele Sachen dabei, aber wir haben einfach nichts gefunden, weil alle anderen so viel geilere Klamotten dabei haben. Da war das so, ich habe das Gefühl, Coachella ist so ein Festival, wo man so sich halt richtig aufstellen muss halt, weißt du, was ich meine? So ein Modenschau-Festival. Ja, genau. Und dann dachte ich mir, egal, scheiß drauf, ich zieh einfach das an, was ich halt hab. Also, ich meine, es sieht eigentlich ganz cool aus. Ja. Und wir haben uns sogar so Punkte ins Gesicht gemalt. So richtig Coachella. Wir dachten uns, endlich können wir es machen. Wirklich. Wir waren einmal auf dem Kimsey-Festival und da war es fehl am Platz. Übel, weil normalerweise in Deutschland im Festival ist, braucht man sowas ja eigentlich gar nicht. Aber jetzt können wir es endlich machen, ey. Das ist einfach so ein geiles Gefühl. Und vor allem freuen wir uns schon jetzt, die anderen zu sehen. Die sind alle schon da, bis auf Paddy. Die ist leider, also, die ist ja mit Maybelline da und die gehen heute nicht aufs Festival, aber morgen dafür. Morgen sind wir da.
Wir sind jetzt drin. Und so sieht's hier aus. Wir sind jetzt hier im VIP-Bereich. Leute, ihr glaubt nicht, was uns passiert ist. Wir waren gerade richtige Fangirls. Weil Team 10, ich weiß nicht, ob ihr was damit anfangen könnt. Und Madison Beer und alle sind an uns vorbeigelaufen. Und wir waren so, oh mein Gott, ich kenne die. Und Bradman. Ein philippinischer YouTuber. Wir dachten uns so krass, die ganzen Gesichter sind einfach so bekannt hier. Also als würde ich alle kennen einfach so. Und die kennen mich nicht. Struggle nach einem Festival. Jetzt geht's zurück ins Hotel und dann schlafen.